Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die tolle Mathilde. Genau. Also ich bin ja gerade echt ein bisschen abgenervt, aber von dem Spiel, weil die fangen jetzt wirklich an, in unserer Basis zu spawnen oder schon hinter der Verteidigung, quasi hier. Das finde ich ein bisschen nervig. In der Zwischenzeit hatten sie so ein Sekundärloch gegraben. Also Löcher graben dürfte hier überhaupt nicht mehr. Das ist dann der Grund, warum dann viele so eine Waffenplattform bauen, quasi wo... Ja, mit Beton oder so, Betongraben und dann eine kleine Insel, wo die dann sind. Die übergraben, untergraben quasi alles mittlerweile. Das war früher viel cooler. Aber naja, ich soll ja nicht immer so viel sagen, dass früher mal alles besser war. Dafür haben wir jetzt Fahrzeuge. Die gab es halt früher nicht. Genau! Trotzdem finde ich... Und ich bin nur noch... Ich bin nicht mehr weit entfernt vom Helikopter. Trotzdem, dass sie in der Basis quasi spawnen und... dass sie quasi gezielt die Gänge aufbuddeln, finde ich ein bisschen doof. Das wird ein Zombie nie machen. Nee. So, ich nehme mal ein bisschen Zeug mit, dass ich uns drüben was kochen kann. Wir haben uns nämlich gerade überlegt, dass wir nochmal in die Wüste fahren wollen, um nochmal ein bisschen was zu zeigen, weil da war ja noch so eine lustige Baustelle. Weil wir werden tatsächlich... nicht mehr so lange Seven Days spielen. Wir sind jetzt auch schon ziemlich weit. Es gibt eigentlich nicht mehr wirklich viel Neues. Deswegen haben wir uns überlegt, die nächste blutrote Nacht soll planmäßig die letzte blutrote Nacht werden. Bis dahin hoffe ich, schaffe ich es auch einen Gyrocopter zu bauen. Das kann ich ab Level 120. Ich bin jetzt Level 118. Entschuldigung, Level 118. Und ich bin auch schon fast bei 119, von daher stehen die Chancen gut, dass wir den Gyrocopter noch zu sehen bekommen. Genau, ich habe Zeug mitgenommen, dass ich was zu essen kochen kann. Ich habe eine coole Nachtsichtbrille. Man sieht das jetzt hier. Es sieht tatsächlich sehr viel besser aus als früher. Also, oh ja, das stimmt. No? Wenn ich auf den Bildschirm gucke, ist einfach, ja. Das also ich werde das auf jeden Fall in der nächsten blutroten Nacht mal ausprobieren, beziehungsweise in der Nacht, wenn wir dann in der Dings sind. Wo ist mein... Da ist mein Motorrad. Genau. Und ich würde mich dann schon mal auf den Weg in die Wüste machen, lieber Heinrich. Ja, ich bin auch nur auf dem Weg hin zu meinem Moped. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Sprit habe. Ach, da ist noch Zeug drin, aber nur so mechanische Teile. Alles gut. So. So, genau. Bis dahin. Wo müssen wir denn da nochmal lang? Erstmal... Ich folge dir. Bis zur Stadt. Folg mir einfach. Mathilde kennt den Weg. Mathilde kennt den Weg, na gut. Ah, deine Scheißstraße hier. Ja, die ist ja noch nicht fertig. Das ist eigentlich geplant, dass man da rechts und links auch noch eine Schräge kriegt, dass man da hochfahren kann. Eigentlich, aber ich glaube... Ich glaube, die wird nicht mehr fertig gestellt. Mehr als die Planungsphase wird das Ding nicht überleben, der Weg. Nee. Bis zu Nacht 98, das ist nicht mehr viel. Das sind noch 5 Tage. Nachdem wir ja nach der letzten roten Nacht so unglaublich fertig gemacht wurden. Ja, aber auch nur, weil sie durch die Gänge kamen. Ja, weil irgendjemand... Ich weiß nicht, wer auf diese... Mathilde, das haben wir immer gemacht. Aus Langeweile, weil wir Eisen brauchten, haben wir Tunnel gegraben. Wir haben richtige Tunnelsysteme. Wir sind so kleine... Kaninchen. Maulwürfe? Oder Maulwürfe, ja. Darum hatten wir auch immer genug Eisen, weil wir nachts immer quasi schön Tunnelsysteme gemacht haben. Wir hatten es auch früher mal so gemacht, dass wenn uns eine Horde angegriffen hat, dann sind wir quasi aus einem unserer Sekundärausgängen rausgegangen und von hinten haben wir dann die Zombies angegriffen. Ja, das haben wir, konnte man alles machen. Konnte, Vergangenheitsform. Präteritum. Ja, jetzt machen sie uns die Gänge kaputt. Na gut, dann braucht man halt nicht mehr so viel buddeln, ne? Muss man nur mal wissen. Ui. Nur noch coole Moria-Höhlen.
Ja, also kein Netzwerk von Höhlen. Ja. Oder man muss erstmal richtig tief in den Berg reingegraben haben. Genau. Also nach unten weg, nach unten weg kommen sie ja nicht rein. Das, sie müssen sehr immens viel buddeln nach unten. Die Gänge, die wir hatten, waren vielleicht einfach nur zu nah nach außen. Es waren nur 5. Oh. Ja. Armer Wolf. Oh, bei der einen, ja, tut mir leid. Ich bin über ihn drüber gefahren. Ich auch. Der hat doch ganz jämmerlich gejault. Das tat mir schon ein bisschen leid. Bei mir. Ja, dasselbe. Und irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach ja, genau. Da wir uns ja dem Ende langsam nähern von 7 Days, ist die Frage, ob wir da irgendein anderes Survival-Spiel danach spielen. Ich tendiere ja, also wir sind gerade schon dabei, ein bisschen Zomboid. Wobei, ich glaube, jetzt müssten wir eigentlich schon in der Phase sein, dass ihr es eventuell sehen könntet. Aber so eine Spiele wie 7 Days, diese Art von Survival-Games, mag ich ja zumindest total gerne. Süchtig macht Spiele. Und, also ich hätte ja Bock, mal wieder Conan zu spielen. Ich weiß nicht, wie es da beim Heinrich aussieht. Conan? Conan, Exile. Ja, da hat sich, glaube ich, auch einiges geändert. Könnte man mal reinschauen, ja. Aber ob wir davon 100 Folgen machen, weiß ich noch nicht. Aber es wird sich dann zeigen. Ja, kann man ja gucken. Vielleicht kennt ihr ja auch ein anderes cooles Survival-Spiel, das irgendwie in diese Richtung geht, wo man sich eine Basis aufbaut und so, also wo man richtig bauen kann. Prinzipiell, ja, wir haben auch Ark gespielt. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Und ja, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Aber dieses Zähmen der Dinosaurier war einfach nur nervig, weil es einfach nur ewig gedauert hatte. Ansonsten war das Spiel ziemlich cool und hat richtig viel Spaß gemacht. Abgesehen von diesem Dinosaurier-Zähmen, was gerne mal 3-4 Stunden gedauert hat. Aber gut, du brauchst ja keinen Mammut. Oder dachte, das war gut für Lasten, ne? Könnte, glaube ich, viel tragen oder sowas. Ja, ja. Naja. Na gut, wenn man das auf dem eigenen Server spielt, könnte man natürlich die Zähmengeschwindigkeit ganz passiv nach oben setzen. Ja, das stimmt. Aber ich tendiere doch eher zu Conan, ehrlich gesagt. Ja, bei Conan bin ich mal gespannt, ob es noch andere Charaktere außer Barbaren gibt. Ob es jetzt auch, ich glaube, es gibt auch endlich mal den Magier oder so. Und ich glaube auch, die waren doch schon ziemlich fertig. Hm. Ja, wie gesagt, könnt uns gerne auch irgendwelche coolen Survival-Games mal empfehlen. Würde mich interessieren, ob ihr da irgendwas kennt, was wir jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatten. Bitte nicht Forest. Ja, das hast du ja schon zu Genüge gespielt. Das brauchen wir ja nicht nochmal. Ja, das kann man vielleicht mal irgendwann so im Jahr oder so nochmal anpacken. Dann könnten wir es zusammen nochmal spielen. Einfach mal ein bisschen bauen, ein paar Mutanten klatschen. Das kann man definitiv machen. Ansonsten hier, wie hießen nochmal das, das wir da im Weltraum gespielt hatten? Im Weltall? Ja, auf dem Planeten da irgendwie. Da war doch auch eins. Gute Frage. Das war nämlich eigentlich auch ganz nett. Wo man da seine Habitatringe und so gebaut hat. Ach, ja, ich weiß, welches du meinst. Aber da habe ich nichts mehr von gehört. Das ist ja manchmal bei den Early Access Spielen, dass die überhaupt nicht weiterentwickelt werden. Oh, ich weiß auch nicht, wie das hieß, ja, aber ich weiß, was du meinst. Da kommst du auf den Planeten, musst quasi überleben und, ja. So, ich gucke jetzt hier gerade erstmal, wo unsere Übergangsbasis war. Wir sind jetzt hier natürlich direkt an der Baustelle, die wir uns gleich noch anschauen wollen. Departure. Aha, interessanter Name für eine Stadt. Aber unsere Übergangsbasis war ja da. War die da? Ich glaube, die war da.
Ja, hier ist er. Hast du gefunden? Ja. So, wollen wir uns da oben erstmal umgucken? Es ist nämlich durchaus damit zu rechnen. Ja, es ist bestimmt, dass da... Dass es wieder bewohnt ist. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da fahre ich gerade dran vorbei. War es die Post? Ja. Oh, Leuchte-Zombies. 3 Stück rennen gerade ins Haus. Ja, weil ich von oben schieße. Aha. Ach ja, jetzt müssen wir uns hier erstmal wieder Dinger abbauen. Einarmiger Soldat. Der ist schlecht gelaunt. Oh, hier ist ja noch ganz viel Zeug drin. Holla, die Waldfee. Ja, wir hatten halt viel gesammelt, so ein bisschen hier, ein bisschen da, ne? Und ich habe gerade einen Fehler gemacht beim Kochen. Da ist nämlich mein Getränk. Oh, Getränke sind eine gute Idee, davon hatte ich nämlich keine mehr. Wir haben auf jeden Fall noch 18 leere Krüge, also können wir wenn auffüllen. Benzin haben wir auch noch hier oben. Von mir ist auch ein Dings da, ein Schlafsack. So. Einen Schlafsack haben wir jetzt hier. Gut, dann klappe ich mir nochmal schnell ein. Sicher, weil wenn wir jetzt beide unseren Schlafsack hier hinpacken, ja, dann ist kein Schlafsack in unserer Basis. Ja, ich habe da eh keinen hingelegt. Ah, okay, dann ist es egal. Dann ist das egal. Das habe ich mich irgendwie vergessen. Weil, ich weiß nicht, ob wir das erzählt haben, der Bulle, der quasi in unser Raum explodiert ist, hat meinen Schlafsack mitgenommen. Darum bin ich am Arsch der Welt gelandet. Und ja, ich habe ganz vergessen. Wir haben zwar ein Bett gebaut, das Bett aber konnte, ja, im Bett konnte man quasi aber nicht aufstehen. Genau. Ah, siehst du, ich wollte das Motorrad nochmal betanken. Genau, was zu essen koche ich auch gerade. Was zu essen? Boah, es geht eigentlich. Ich habe überhaupt kein Wasser mehr, sehe ich gerade. Ja, dann sollte man vielleicht einfach nochmal Wasser holen. Oder einfach mal die Baustelle begutachten, da finde ich bestimmt auch Wasser. Ja, ich habe sonst auch 12 Wasserflaschen. Dürfte ich da einmal ran? Ich würde da gerne noch ein bisschen Benzin reinpacken. Danke. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Baustelle. Oder fahren dahin, besser gesagt. Ja. Das ist mein Motorrad. Jetzt meins. Kannst du ja gleich wieder haben. Hui. Baustelle.
Gut, dass wir Helme aufhaben. Und wie gut, dass du vollgetankt hast. Baustelle, Baustelle. Wir gehen auf die Baustelle. Du darfst und nicht ich singe la la la. Heul doch. Tu ich auch. So. Dieses Licht hat einen Wackelkontakt. Warte. Jetzt nicht mehr. Und dieser Farmer hat seinen Kopf verloren. Ich komme noch gleich raus. Ich liebe es, wenn ein Kopf explodiert. Ja. Oh, Stripperin. Oh. Ich verblute, hilf mir. Vorsicht! Und die ist ein bisschen flotter unter gewesen. Ja, die war auch mein Problem. War mir nicht gerade sicher, ob du das warst. So, hallo! Es sind noch ein paar Zombies hier. Hast du einen Aufgang gefunden? Noch nicht, ich musste erst noch einen Zombie erledigen. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir Frames brauchen. Hier ist einer. Und hüpfen müssen wir können. Ach, ein paar Holzleitern brauchen wir dann wahrscheinlich auch. Ja, machen wir mal ein paar Holzleitern. Ich mach schon. Achso, die brauchen keine Frames, das ist ja praktisch. Danke. So, hier werden jetzt überall Zombies lauern. Da fällt einer. Ups, da ist einer. So, einer ist runtergeplumpst. Den werden wir später sehen. Genau. Ah, er kommt von hinten. Ach, hallo. Ja, ich bin hier einmal rum und dann diddly-dumm. Ups. Ha, Synchronexplosion. Das war cool. Das kannst du gerne als Bild da machen. Ja, wenn man das gut genug sieht, werde ich das tun. Ja, stimmt. Benzin. Oh, ich habe Wasser gefunden. Das ist schön. Gleich mal trinken. Zombie voraus. Ich habe hier doch noch einen gerade gehört. Ja, oben, unten, ich weiß es nicht so genau. Spitzhacke Stufe 1, braucht aber keine Sau mehr. Süß. Ih, ein Vogel. Ah! Blute! Ich hör's. Krieg den auch nicht weggekloppt hier.
Mann. Allerdings gibt es ein paar Federn. Wo ist mein Messer? Dreckiger Kackvogel. Aber echt, ey. Ich scheiße, zu spät gesehen. Hm? Kackvogel hinter dir. Ja, haut er mich wieder. Du kleines Arschloch. Vogel. Dafür werden jetzt ein paar Bauarbeiter kaputtgeschlagen. Ach, Papier. Oh, hier sind ein paar. Yeah! Oh, guck mal, jetzt liegt er da, als ob er schlafen würde. Ja. Das musste jetzt noch sein, ne? Das musste jetzt sein, der jetzt schläft er recht. Mein Klo. Hm. Hm? Wollt ihr ein bisschen randalieren? Kommt ein Zombie. Weiß doch erst randalieren, wenn alles sicher ist. Das stimmt. Habe ich was zu essen gefunden? Nöp. Ich kann dir nur verrottenes Fleisch oder ein Ei anbieten. Nee, danke. Ich habe einfach nochmal Verband angesetzt, weil gleich kommen wieder ein paar Zombies. Ah, ist eine gute Idee. Ah, da kommt hier rüber. Nein! Entschuldigung, habe ich dir jetzt den Spaß geraubt? Dafür sind da unten jetzt welche. Bleib liegen. Go steht da unten. Rechts. Ich glaube auch. Whee. Ups. Das hier ist auf jeden Fall was, das einbricht, glaube ich. Ja. Da nehme ich doch lieber den Alternativweg. Frames. So, der erscheint mir sicherer, dieser Weg. Oh, warte mal. Willst du dich da schon durchkloppen? Oh, 5000, nee, lass mal. Wow! Heinrich, er ist schon tot. Oh, der zuckt noch. Wow, ein Kochgrill. Oh oh. Oh, Heinrich ist gestorben. Ich habe Anlauf vergessen. Mein Oh oh hat auch gut geklappt. Ja, das war passig. Soll ich auf dich warten oder? Ah, scheiße. Ja, kannst du machen. Wäre sehr nett. Ich bin noch nie so passend gestorben. Das stimmt. Oh oh.
sagt er noch und sprang. Ja, beim Springen habe ich ja schon gemerkt, oh, ich habe das Laufen vergessen. Ja, und schwuppdiwupp. Ich klopp mich derweil hier durch die Wand einfach. So. Ja, mach mal. Müssen wir ja sowieso. Oh, vielleicht komm mal, hast du dann schon einen besseren Weg zum Rauskommen. Oh, alle Welt muss wieder auf mich warten. Mhm. Mhm. Wo gehört sich das auch? Baustelle. Jupp, durch den ersten Stein bin ich durch. Toll, hast du hier die, Nein, ich hatte das bis zum Boden gebaut. Ah, ich hab's noch geschafft, hochzukommen. Dreckige Zombie-Randalierer, die alles kaputt. Oh, oh. Soll ich dir irgendwas mit Feuerkraft zur Seite stehen? Ich weiß nicht, wo sie sind. Also bisher versuche ich dann auszuweichen. Ich beobachte dich. Das ist schön. Bin auch schon, glaube ich, fast wieder da, oder? Ja. Scheiße, unten liegt meine Leiche. Ah, damn it, ey. Oh, Heinrich. Ja, sorry. Ich könnte jetzt einfach nur mal runterspringen und mich gleich umbringen. Nee, dann bist du ja wieder so weit weg. Ah, warte, 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 ich mach das schon. Oh. Ah! Ah! Ach, die sind mir gefolgt? Scheiße, die sind unten bei meiner Leiche, diese Dreckschweine. Sind beschäftigt? Ja. Und weg. Hast du dein Zeug? Oh, ich habe eine Schatzkarte gefunden. Oh, ein Soldat ist auch hier. Ja, da waren gerade zwei Soldaten in dem... Hallo? Wo bist du denn? Ah. Ja, ich hab's auch hochgeschafft. Ihr kleinen Wichser. Von hier oben erschießen, auch nicht schlecht. Bin gleich da. Juhu. Und diesmal mit mein Zeug. Cool. Ja, ich hab's voll drauf. Oh, ich höre dich schon. Das ist schön. Ich habe 50 Stahlgerüste gefunden. Wow. Hm. Da bist du. Hallo, Heinrich, halt! Oh, das war knapp. Ich wollte dir noch sagen, dass ich da doch eine Brücke gebaut hatte. Das war knapp. Das hättest du vor dem Springen machen müssen. Deswegen habe ich ja Halt gesagt, aber da bist du ja schon gesprungen. Ja, da musst du vorher, ne? Aber hat ja geklappt. So. Extra Frames für mich gebastelt. Super. Nee, für mich. Oh, warte mal. Eins, zwei, Schuss. Whee! Oh. Hattest du ein Explosivbolzen? Ne, da war eine Mine drauf. Oh. Jetzt haben wir nur ein Problem. Also, ich hab noch 44 Gerüste. Warte mal. Wo sind die Frames? Oh, doch ein bisschen zu hoch hier. Oder bist du nur unfähig zu springen? Beides, weil ich gebückt bin. Hm. Okay, ich hier so lang.
Ja, ich bleib mal hinter dir. Nicht, dass die Frames abkacken, wenn du sie zu lang machst. Aber die müssten ja auf dem Gerüst hier sein, ne? Richtig. Okay. Get out! Das Gerüst ist ja kaputt. Was ist mit Get out? Ja, das steht da an der Wand. Get out. Ah, Backstreet Boys. Au! Vogel, du! Und dann fällt er runter, du dreckiger Kackvogel. Ich hab ihn ja auch erschossen. Ah, den schlitze ich noch weg. Ich dachte, hier wäre noch was Interessantes. Normalerweise war hier auch immer noch irgendwas Interessantes. Oh! Was denn? Da ist gerade ein Leuchtezombie an mir vorbeigefallen. Dann wird's Zeit für Frames. Da wird auch gleich viel sein. Ich überlege gleich auf die Mauer zu klettern da, weißt du? Alter, nichts passiert. Alter, Wenn noch einen Moment auf warten, dann bin ich gleich wieder da. Ja, nee, ich warte nicht auf dich, weil, ich höre schon. Hast ein paar Freunde gefunden. Ja. Unter anderem einer, der mich bekotzt. Ah. ich hab den Frame weggenommen und dann ist der Zombie auch verschwunden. Okay. Vorsicht! Oh, die schafft's. Die lebt aber noch! Die lebt aber noch! Ah, der andere Zombie lebt da auch noch. Oh, Schleichschaden 2.0. Sieht uns von hier oben nicht. Na, ist weg. Das macht Spaß, den Zombie einfach die Frames klauen. Das ist echt super. Oh, wird da bestimmt nicht schon alle sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich schaue mich jetzt hier vorsichtig um. Oh, das bist du. Ja, ich bin hier auch noch. Doch, scheint es gewesen zu sein. So, jetzt wird's wieder lustig. Weil oben sind Minen bestimmt wieder und ein Zombie. Ach, dann lass ich dich und ein vor. Vogel. Zwei Vögel. Oh, ich muss nachladen. Ich bin runter. Alter, ich treff den nicht. Und der Zombie... Schade, ich habe gedacht, dass er die Mine hochjagt. Ah, Leuchtezombie unten! Wie kommt ihr denn her? Das ist ja fies. So. Der Kuh. So, ich hoffe, ich bin weit genug weg von der Mine. Offensichtlich. Wo kamen die denn nur her, die scheiß Zombie-Leuchte? Keine Ahnung. Ah, bestimmt irgendwo runtergefallen, ne? Okay. Oh, ein Motor. Ich
Oh. Als verstecktes. Oh. Eine 5er. Das war super. Ich habe eine 5er Scharfschützengewehr. Oh, darf ich das haben? Willst du es jetzt schon haben? Kannst du es mir auch später geben? Oh, ich muss Flüssigkeit trinken. Die Schneeks haben Flüssigkeit mehr. So, warte, ich pack dir welche in die eine Kiste hier in die Reinforced. Bitteschön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg nach unten, ne? Ja, Schicht im Schacht. Oh, Was denn? Hier ist noch wieder was Leuchtendes aufgetaucht. Wo kommt die denn her? Wo laufen die denn lang, ey? Oh, nee, wir haben noch gar nicht alles. Oh, ist der immer noch nicht tot? Nee, einer lebt noch. Der müsste jetzt, naja. So. Wo kommen die denn her, ey? Ich hab keine Ahnung. Ah, die Luke war ja eine Falle, ne? Ja. Kannst du unter die Frames hinpacken? Naja, aber die fallen ja auch runter. Oder wir zerschlagen einfach hier ein Gitter. Ja, oder so. Warum ihr euch, falls ihr euch wundert, warum wir das wissen, wir haben diese Baustelle schon das ein oder andere Mal in der anderen Staffel durchsucht gehabt. Genau, macht aber jedes Mal wieder Spaß, weil hier fällt es ja runter und das ist uncool. Boah. Wie weit geht's da runter? Okay. Das ging aber. Ja, das geht. Dann Geronimo und ich bin auch da. So, aber dann wollen wir uns jetzt auf den Weg nach unten machen, damit wir es noch irgendwie in unsere Festung schaffen. Ja. Genau, in unser kleines Häuschen. Ach, hier ist eine Leiter. So. Dollar. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Das runter? Sieht bisher gut aus. Da unten rennt was Leuchtendes rum. Ja, sind ja ein paar runtergefallen. Und die randalieren halt ein bisschen. Hey. So, Mopeds. Ja, wo ist denn hier der Ausgang wieder? Oh, hier ist einer wach geworden. Und 1, 2, 3. Ich glaube, das ist nicht meiner. Das ist meiner. Einfach umdrehen, glaube ich, ne? Ja. Ach, wir haben da ja auch unsere Betten von daher. Genau, es geht ja eigentlich noch alles. War aber wieder lustig, muss ich sagen. Macht immer wieder Spaß, diese Baustelle. Ja. Ist ein cooles Gebäude. Auf jeden Fall.
Ja, dann machen wir erstmal einen Break. Wir verbringen die Nacht hier. Und wenn es euch gefallen hat, hier in der Kuschelecke hier. Und wenn es euch gefallen hat, lasst da gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.